Und damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Wir sind auf dem Weg in das Dorf der Gi. Okay. Wir haben uns komplett vorbereitet, wir haben alles gelootet, dann können wir los, glaube ich. Ich finde es so krass, wie viele verschiedene Stimmungen Final Fantasy VII Rebirth hat. Also, allein von super schön zu super idyllisch zu super fancy, modern, extravagant, sonst wie zu eigentlich ist ja alles verkohlt und sehr Voodoo-mäßig bis über, boah, alles fackelt ab. Ja. Ich heiße euch willkommen, Kinder des Planeten. Was war das? Unser Bewusstsein lebt lange über den Verfall unseres Körpers hinaus. Denn für den Planeten sind wir Fremde. Er nimmt sich unserer nach dem Tod nicht an. Das klingt ziemlich furchtbar. Tut mir leid für euch. Diese Statue dient der Seele eines Gi als Gefäß. Schon zu lange lauscht niemand mehr ihrem Flehen. Ich bitte euch, leiht ihr euer Ohr. Der Planet stößt die Gi als Fremdkörper ab. Für sie gibt's wohl keine Rückkehr. Heißt das etwa, sie können nicht sterben? Die sind unbesiegbar! Aber am Leben sind sie auch nicht, oder? Gefangen zwischen Leben und Tod ist doch schlimmer als zu sterben. Du weißt doch gar nicht, wie es ist, tot zu sein. Ich meine, du lebst ja nicht mal richtig, oder? Miau! Sitz wohl im gleichen Boot wie sie. Iggy sehnen sich nach Materie. Genauso wie ich. Also nur als Fun Fact. Apropos Ohr, wartet. Qi. Qi heißt übrigens auf Koreanisch Ohr. Let's go. Entschuldigung. Was gibt's hier so? Nach Erlösung. Schön. Die singen. Die Materia wird sie uns bringen. Okay. Interessant. Top bestimmt die Charts. Ich bin mir sicher. Wir sind wieder tot. Noch sind wir. Hä, warum muss ich jetzt gegen euch kämpfen? Wir sind gefangen in der Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Alles ist. Okay, also. Foi Foi. Es sind alles Lanzenträger, ja. Magieangriff, okay. Allzeit bereit! Ach stimmt, ich wollte ja. Hier, ich muss Mogrimine. Okay, das heißt, ich brauche Kubo. Bitte einmal. Und dann möchte ich bitte die Mogrimine. Süß! Oh mein Gott! Bist du bescheuert? Oh, jetzt ist er rein, okay. Mogrimine. Ich verteile die einfach. Und noch mehr Mogriminen. Okay, kannst du bitte einmal kurz Kachi heilen? Danke. Weil ich habe jetzt wirklich keine. Oh, er ist Stein. Das ist natürlich blöd. Okay, du machst einmal Feuerimpuls. Verbrenne!
Das war ein bisschen hart. Wartet. Erstmal ein Megatrank. Und dann gucken wir mal. Boah, das dauert ja ewig mit ihm. Oh, der hat ja... Dem fehlt ja was. Wartet. Heilen, Gebet, TP-Boost. Dem fehlt hier irgendwie Frost. Was können wir ihm denn noch geben? Haben wir behandeln zweimal? Nee. Okay. Können wir ganz kurz nochmal behandeln kaufen? Dieses Lied. Die Materia. Wir sind im Gottesdienst gerade. Bitte wundert euch nicht. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Dann heilen wir uns nochmal. Also wir holen jetzt... Hallo? Ich find's sehr schön, wie dieser antike Verkaufsautomat aussieht. Finde ich sehr schön. Versiegelung, Zeit, Barriere. Ich kann jedem Gebet geben. Wie viele Charaktere habe ich? 7, glaube ich. Das heißt, wir brauchen noch 5. Jeder bekommt Gebet. Das ist so stark. Eigentlich kann ich dann Vita rausschmeißen. Fast schon. Aber für den Notfall. Also. Wiederbeleben, Barriere, Feind. Autowaffenfertigkeit. Nee. Da habe ich lieber dann. Also. Die ATB-Balken, Entschuldigung. Um zu heilen. Luft, Toxin, MP-Boost, TP-Boost, Analyse heilen. Ich brauche keine Luft. Ich muss nicht atmen. Achso, war ja gelb. Entschuldigung. So, hier. Auch dir einmal Gebet. Du bekommst jetzt die Behandlung. Yuffie hat eine Analyse. Chakra. Du bekommst Gebet. Eris hat schon Gebet. Dir fehlt eh ganz viel. Das machen wir dann später. Aber ich mache schon mal Gebet überall rein. Und hier auch einmal Gebet rein. Sehr gut. Tschüss. Tschüss. Dann noch ausruhen und dann können wir weiter. Oh Gott. Sorry, ich bin ein bisschen, also weiß ich nicht, bisschen erkältet, aber nicht so schlimm. Ich versuche mich immer zu muten. Ich gebe mein Bestes. Aber es könnte sein, dass meine Stimme ab und zu mal so klingt. Okay. So. Es ist unser Schicksal, vom Planeten verschmäht zu werden. Daher müssen wir uns selbst einen Weg zu unserer Erlösung bahnen. Mit Hilfe einer Materie? Die Materie wird ihm die Erlösung bringen. Okay. Ich weiß nicht, ob das so klappt, aber versuchen wir es mal. Es sieht so krass aus. Ist das da oben ein Ei? Hm. Also das Rosane da. Sieht ein bisschen aus wie ein Ei. Ach nee, ist eine Lampe. Sieht auch aus wie ein Ei. Oh nein, hier kommt wieder Kampfi. Ich mach schon mal leiser. Damit es nicht wieder so geschockt wird. Hallo? Bin bereit? Bogenschütze? Das ist aber jetzt nicht so schön. Okay, mach mal Analyse. Hallöchen! Gott. Alles ist voll, voll, okay. Gut, dann einmal Kupo. Aber ich steig ab. Und mach dann trotzdem die Mogelmine. Oh, okay. Er steigt dann eh wieder auf. Dann können wir das auch einfach so machen. Oh, süß, die Tokomoppels. Oh, süß. Das war ja wohl übertrieben. Nur nicht auf mich. Jetzt gibt's Prügel. Hey, das tut weh. Hilfst du mir mal? Ja. Okay. Los. Jetzt das
erst recht. Du machst mal kurz hier ein bisschen hoch. Oder mach mal bitte Gebet. Wo ist denn Gebet? Ah, hier. Nicht übertreiben. Ich leg los. Lass sitzen. Okay. Okay, los geht's. Okay, los geht's. Oh, tschüss, Cloud. Hast jetzt kein Gebet gemacht, das ist aber blöd jetzt. Okay, vielleicht sollte ich einmal Kubo nehmen. Absteigen. Und dann vielleicht eine Vita auf dich selbst. Oh. Gut, Tifa. Gar kein Problem. Wir haben noch Goldnadeln, oder? Hey, der Mokri kämpft noch mit schön. Gut, dass ich den noch hab. Die sind echt hart. Also die sind wirklich sehr hart, die Gegner. Merkt man gar nicht, ich weiß. Ach nee, nicht Mix, sondern Mega Spray. Schon viel besser. So. Allein eines vermag es, unserem Volk die ultimative Erlösung zu bringen. Die Materia. Meinst du die ultimative Materia? Wo ist sie? Sag schon! Irgendwie verlangt es nach Erlösung. Die Materia wird sie uns bringen. Ich weiß nicht, ob das so klappt. So, was haben wir hier? Oregano, sehr gut. Wie weit ist das hier? Oh mein Gott, das ist ja riesig. Okay. Ich dachte, das wird so ein kurzer Abstecher. Also, wortwörtlich, weil ich die Gegner abstechen muss. Unser innigster Wunsch und unser tiefstes Verlangen. Die Rückkehr ins Nichts? Was soll das denn bedeuten? Unsere Hoffnung ruht auf der reinsten Materia. Sie wird unseren Gebeten lauschen. Eine Materia, die lauscht, okay. Ich meine, ich hoffe, dass sie ihre Lösung finden. Okay, Perlen-Ingwer und Oregano. Dann haben wir bald wieder zu viel Perlen-Ingwer, wie ich uns kenne. Ich habe ihn schon wieder nicht verkauft. Verdammt. Oh Gott, was kommt hier denn jetzt? Da kriegt man ja richtig Gänsehaut, was? Hab wirklich kein gutes Gefühl dabei. Gar nicht. Für das Volk der Gi ist der Tod die Erlösung. Und da sie den Planeten nicht verlassen können, könnte es sein, dass sie ihn selbst auslöschen. Sollte die Materia nicht jemand haben, der so zuverlässig ist wie ich und gut auf sie aufpasst? Ich glaube, aus der Sache halten wir uns alle lieber raus. Dafür ist es zu spät. Will er uns um irgendwas bitten? Die Sehnsucht unseres Volkes hat die einst unbefleckte Materia unwiederbringlich schwarz gefärbt wie die Nacht. Die Sehnsucht unseres Volkes hat die einst unbefleckte Materia unwiederbringlich schwarz gefärbt wie die Nacht. Die Sehnsucht unseres Volkes hat die einst schwarze Materia unwiederbringlich schwarz gefärbt wie die Nacht. Die Sehnsucht unseres Volkes hat die einst unbefleckte Materia
und wir sind die Schwarzgefährten wieder. Wir haben keine Wahl. Wir brauchen diese Materia. Ihm können wir sie nicht überlassen. Ich weiß nicht, ob wir ihn täuschen können, aber versuchen wir es. Let's go. Warte, hier. Und hier kommen Gegner. Sehr gut. Erstmal leiser, so. Die Welt, die wir einst unser Hexer. Zuhause, also jetzt wird's aber... Also wild wird's hier jetzt. Also nee, das wollt... Naja, gut. Das schließt dich eins mit diesem Planeten. Der Himmel zerbrach, die Erde bebt. Mann. Okay, und jetzt aber bitte einmal Analyse, ja? Bogenschütze, Lanzenträger. Ich glaube, die haben wir alle. Ach, die zählen als eins. Naja, gut. Diese Katastrophe. Doch wir waren gewillt, hier ein neues Leben zu beginnen. So, dann einmal bitte Kupo. Aber für den Planeten waren wir Fremdkörper. Sowohl lebendig als auch tot. Okay. Weiß nicht, Leute. Es sieht jetzt nicht so gut aus. Aui. Dann nochmal Mobrimin. Zieh dich zurück. Und tschüss. Und dann machst du einmal eine Vitra auf Kachi. Ich zähl auf dich. Viel Erfolg. Allzeit bereit. Ist das alles? Juhu. Der weicht aus, der Kaki. Und dann... Oh, müssen wir wieder Kupo machen? Und hier die Zugabe. Oh, die Seelenwanderung, da bin ich nicht so Fan von, ne? Halt aus. Neuer Plan. Kein Problem. So wird ihr. Ich würde jetzt als erstes mal ein Megaspray nehmen. Oh nein. Ich bring das zu Ende. Ja, weiß ich nicht, Brudi. Weiß ich nicht, Cloud. Okay, Gegenstände. Einmal. Wo ist es denn? Trockenäther, Alter. Wie rede ich denn? Uiuiui. Wartet mal. Ach, da ist die Goldnadel. Hier. Nichts überstürzt. Hallöchen. Hallöchen. Wieso höre ich im Hintergrund tiefer, obwohl die versteint ist? Also ein Stein ist. So tiefer hier. Was tut man nicht alles? Mann, diese Seelenwanderung ist ja schrecklich. Okay, Cloud ist jetzt zu Stein. Okay, du musst einmal wirklich eine Vitra auf Kachi machen. Dann macht Kachi nochmal eine Goldnadel auf Cloud, der aber eh tot ist. Das ist blöd. Boah, ey, ich komme hier nicht raus. Ich glaube, der Kampf ist... Also, verloren ist der Kampf. Okay, lass mal das machen. Was? Katzenklo? Okay, sehr schön. Dann machst du bitte einmal... Nee, du machst, glaube ich, wirklich mal ein Megaspray. Kachi macht sein Limit. Verdammt. Okay, Kachi, Kupo und Limit, Mockbox auf, oh mein Gott, die sind ja alle wieder da, den Hexer und dann machst du die Mobrimine,
tiefer macht dafür erstmal Wechsel. Und macht Gebet. Verdammt, das ist ja, also... Reservekommando? Okay. Ich wusste nicht, dass das geht. Magie Vitra auf Cloud. Oh. Das war hart. Das war, also das war nicht mehr lustig. Was ist das? Das ist ja schrecklich. Das ist ja absolut schrecklich. Was ist passiert? Und jetzt noch ein Heilspray. Können wir neue machen? Megaspray, sehr gut. Oh, ich kann schon einige machen. Ich würde 8 machen. Oh, Kommandantenarmschutz können wir herstellen. Können wir noch irgendwas herstellen, was wir noch nie hergestellt haben? Ich glaube nicht. Nee, sieht nicht so aus. Nee. Gut. Warte, wenn wir schon da waren. Okay, Kachi ist bald durch. Ich brauche Eris im Team. Wo geht's lang? Geht's hier lang? Nee, das... Achso, vielleicht sollte ich die Treppe nehmen? Ist nur so eine Vermutung. Vielleicht sollte ich die Treppe nehmen. Das war eine gute Idee. Diejenigen, die nicht aus dem Lebensstrom geboren wurden, können auch nicht in ihn zurückkehren. Und so wandern unsere Seelen umher. Auf der Suche nach einer letzten Ruhestätte. Verdammt zu einem Dasein in Rastlosigkeit. Nicht mehr am Leben, aber auch nicht imstande zu sterben. Unser einziger Wunsch ist es, endlich von diesem grausamen Schicksal erlöst zu werden. Hallo, da bin ich. Altar des Schatzes. Einst fiel meinem Volk die reinste aller Materia in die Hände. Wir Gi bargen unseren Wunsch nach Freiheit in ihr. Am Ende einer Ewigkeit erhörte die Materia endlich unseren Wunsch. Sie wurde zu einem Hoffnungsschimmer, der die lang ersehnte Erlösung versprach. Wir jubelten. Wir waren glücklich, dass unsere Gebete nicht umsonst gewesen waren. Doch dann drangen die Zetra in unser Land ein. Und kaltblütig entrissen sie uns die schwarze Materia. Und deswegen flehen wir euch an. Bringt unseren Schatz zurück. Bitte. Die schwarze Materia ist von größter Bedeutung für mein Volk. Wir ruhen nicht, bis sie wieder in unserem Besitz ist. Das haben wir geschworen. Und sollte eine Nachkommin der Zetra bereit sein, uns zu helfen, könnte das unserem lang gehegten Hass ein Ende bereiten. Wo ist sie?
Es heißt, dass die schwarze Materia im Tempel des alten Volkes versteckt sei. Altes Volk. Zetra. Tempel. Sagt ihr nichts? Also, doch, das sagt mir was. Vergib mir meine Zweifel. Aber kann ich dir wirklich trauen? Hey, du! Ich sag vorher, was die Zukunft bringt. Und das Misstrauen mache ich Vertrauen. Du kannst ihm ruhig vertrauen. Versprochen. Es scheint, dass uns keine Zeit mehr bleibt. Beeilt euch. Bringt die schwarze Materia zurück. Ich wünsche euch viel Glück, Kinder des Planeten. Los, gehen wir nach oben. Okay. Ich mach dich stolz, Papa. Es ist so krass, wie jeder Charakter einfach so eine übertriebene Backstory hat. Und man, weiß ich nicht, jeder Charakter ist einfach eine Geschichte für sich. Und ich glaube, das ist das, was Final Fantasy VII so ausmacht. Ihr habt es unbeschadet zurückgeschafft. Meister Bugenhagen wird hocherfreut sein. Ich bringe euch zu ihm. Folgt mir. Danke, aber du hast mich gerade sehr rüde unterbrochen, ja? Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich habe gerade so was Schönes erzählt. Kann ich hier wieder lang? Nein, okay. Er fängt an zu schleichen, wenn ich das mache. So. Die haben wir ganz schön hinters Licht geführt. Diese Gigeister denken doch tatsächlich, dass wir ihnen ihre Materia zurückbringen. Sie haben sie als ihre Erlösung bezeichnet. Also ist es eine mächtige Materia. Eine vielleicht zu mächtige Materia. Die können wir ihnen nicht einfach so überlassen. Und ihm auch nicht. Ihm? Sephiroth. Habt ihr ihn denn nicht gespürt? Nein. Du kennst den Typen am besten. Wenn du sagst, dass er hier war, war er das auch. Heißt das etwa, dass dieser Sephiroth auch hinter der schwarzen Materie her ist? Ja. Davon sollten wir ausgehen. Was stehen wir dann hier noch rum? Los! Niemand schnappt mir diese Materie vor der Nase weg! Okay, wenn du sagst. Ich wollte gerade schöner erzählen. Jetzt habe ich Angst, was zu sagen, weil jetzt werde ich gleich wieder unterbrochen. Ich weiß es doch. Ich habe es langsam durchschaut, ja? Leute? Echt nicht? Okay. Sag mal, Kitschi, woher weißt du eigentlich vom Tempel der Setra? Ich würde nicht sagen, dass ich davon weiß. Ich habe eine Vermutung. Hä? Ich habe mal entsprechende Informationen in Firmenunterlagen gelesen. An einem Shinra-Terminal sollten wir mehr herausfinden. Gibt es so eins in Cosmo Canyon? Ich glaube schon. Am besten fragen wir Boogie mal danach. Boogie? Boogie! Oh. Schön. Okay, lasst uns hochgehen. Licht am Ende des Tunnels. Boah. Hallo, Boogie. Ho, ho, ho! Ihr seid wohlbehalten zurück. Den Sternen sei Dank. Was für ein Glück. Jetzt mach dir doch nicht immer so viele Sorgen, Opa. Ich bin immerhin der Sohn des großen Kriegers Seto. Boogie? Ich habe eine Frage.
Im Tal müsste es ein Terminal geben, das an das Netzwerk von Shinra angeschlossen ist. Nur wo? Oho. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Ein Terminal gab es. Überaus interessant vom Standpunkt der Technik. Es hat mich sehr fasziniert. Und deshalb habe ich es auseinandergenommen. Und es zu einem Generator umgebaut, der uns seitdem mit Strom versorgt. Miau! Kennst du den Tempel des alten Volkes? Ich verstehe nicht ganz. Die Zetra haben keinen Gott, den sie anbeten. Warum sollten sie also einen Tempel errichtet haben? Gute Frage. Aber es gibt zahlreiche Legenden über ein Bauwerk der Zetra. Ein Bauwerk, dem ein Mensch, ignorant der Lebensweise der Zetra gegenüber, die Bezeichnung Tempel verpasst haben könnte. Du bist der Beste, Opa. Ho, ho, ho. Allerdings ist mir der genaue Ort unbekannt. Und die Zetra hat damals ein grausames Schicksal ereilt. Es könnte passieren, dass ihr dort nicht mit offenen Armen empfangen werdet. Wollt ihr es wagen? Bereitet euch gut vor. Schaut, horcht und fühlt. Saugt all das Wissen im Tempel auf, das es in Büchern nicht gibt. Und wenn ihr zurück seid, berichtet mir doch, was ihr gelernt habt. Meister Bugenhagen! Was ist? Ich habe zu tun. Aber der Mann in dem schwarzen Umhang ist zurück. Was sollen wir tun? Ach je, ein Bekannter von euch? Wo ist er jetzt? Er ist am Eingang zum Tal. Sehen wir nach, Cloud. Ja. Du kannst nun den Schnellreiseservice innerhalb Cosmo Canyons für Schüler der Planetenkunde nutzen. Sprich dafür einfach einen Mentor an. Mentor des Schnellreiseservices. Services. Warte mal, was? Okay. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll es gehen? Weiß ich tatsächlich nicht. Höhle der Gi. Pforte zum Tal. Höhlenhotel Syldra. Sternwarte, Seminarraum für Planetenkunde, Aufzug zum Tal, okay. Das machen wir noch und danach müssen wir die ganzen Zeitsachen machen. Nanaki! Ist doch alles in Ordnung mit ihm? Ja, er ist nur etwas geschwächt. Man sieht immer mehr von ihnen hier. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es wäre bloß eine Mako-Vergiftung. Nebelheim. Nebelheim. Nebelheim ist doch... das Dorf, aus dem wir kommen. Oh, aber natürlich! Im Nebelheim finden wir auf jeden Fall ein Terminal. Richtig. Dort gab es eins. Cloud, du hast es vorhin doch gesagt, dass man mir ruhig vertrauen kann, nicht? Vielleicht hast du auch nur gelogen. Aber selbst wenn, ich will dir beweisen, dass du absolut recht hattest. Aber... versuchen wir es. Verzeiht die Einmischung, aber ihr wollt nach Nebelheim? Dort kommt ihr von hier aus nämlich nicht hin. Nicht über Land. Aber per Luft. Rauchzeichen. Richtig? Genau. Na dann mal zurück zum Flugplatz. Cloud. Ich konnte ganz in der Nähe eine Protosubstanz orten. Allerdings ist das Signal nur schwach. Den genauen Standort konnte ich daher leider nicht bestimmen. Aber das Signal ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Du willst der Hauptquest folgen? Nein, nein, ich, Chadley, verbiete es dir. Das ist echt jedes Mal so. Ich habe gehört, dass die Schwarzkoten irgendeine Krankheit haben sollen. So, hallo? Wir werden uns hier gut um ihn kümmern. Kein Grund zur Sorge. Aber könnt ihr das überhaupt? Also nur so als Frage?
Oh mein Gott. Also als allererstes würde ich... Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll es gehen? Das Schlimmste machen, und zwar das Klavierspiel. Hast du schon von den Vorfällen um Avalanche gehört? Selbst hier im Tal. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ist das das Hotel? Ja. Die grapschen ja immer noch da. Habt ihr immer noch kein Zimmer? Okay. Es wird Zeit. Ja, setz dich ganz gemütlich hin. Das dauert eine Weile. Kann ich dir versprechen. Okay. Oh mein Gott. Okay. Hä? Ja, ich glaube, das könnte eine Weile dauern. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt machbar ist. Aber mal gucken. Thank you.
Oh mein Gott, ich habe A geschafft. Oh mein Gott. Ich habe A geschafft. Oh. Ja, aber ich muss S schaffen. Das sieht doch sonst total bescheuert aus. Viermal S und einmal A. Diese 13 verspielten Noten kriege ich nicht weg. Egal, es muss. Ich meine, es wird ja Stück für Stück besser. Oh mein Gott, ich weine gleich. Oh mein Gott, ich weine gleich. Ich bin ein... Oh, oh Gott. Oh.
Ich weiß nicht, wie lange es war, aber es war über eine halbe Stunde, glaube ich. Ich hab's geschafft, oh mein Gott. Ich möchte meiner Familie danken. Ich möchte allen meinen Freunden danken. Ich möchte meinen Zuschauern danken. Ich möchte Chat danken. Ich möchte allen danken. Danke, dass ihr immer an mich geglaubt habt. Ja, applaudiert mir nur, ich hab's verdient. Oh Gott, ich hasse alles. So, dann beenden wir mal die Vorführung. Ich glaube, es hat auch lang genug gedauert. Wir haben genug gespielt. Es reicht jetzt. Wir sind der Beste vom Besten. Wir haben es bewiesen. Bis der nächste Song kommt. Wäre ich auch gerne in die Ferne. Hallo, ich will meine Belohnung. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ja, kannst du mir nämlich meine schöne Belohnung geben. Ich bedanke mich aufrichtig dafür, dass du uns in unserer Sache unterstützt und der Welt die Schönheit des Klavierspiels näherbringst. Ich hoffe, dass sich unser Verein auch weiterhin auf dich verlassen kann. Nee. Also der Dank, ja. Aber da solltest du vielleicht noch 1 Million drauflegen, also auf deinen Dank. Und also ich werde hier gar nichts mehr werden hier. Ich glaube, es hackt. Okay. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun, nicht wahr? Ich würde gern... Ich kann doch hier einfach schnell reisen, nicht wahr? Dann würde ich gerne... wo gehen wir denn hin? Also, hier? Ach nee, wir müssen ja erstmal die Aufträge annehmen. Das war, glaube ich, genau am anderen Ausgang. Boah, bin ich... Also, boah. Ich schwöre, kein Bock mehr. Es war so hart. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ist das ein Hotelzimmer? Gibt's hier keine Türen? Naja, gut. Ich bin so im Eimer. Ich bin komplett im Eimer. Wie wo das Klavierkonzert in Costa del Sol lief. Unser Hotel, das war super toll. Das war noch ein schönes Lied, nicht wahr, Tifa? Okay. Hier drüben. Was haben wir denn da Schönes? Vorbote des Unheils. Auftraggeber, Beobachter des Himmels. Es gibt Meldungen, dass der Vorbote des Unheils... Ich will immer Verbote sagen, ich weiß auch nicht. Es gibt Meldungen, dass der Vorbote des Unheils in der Umgebung des Tals gesichtet wurde. Deshalb bitte ich um Unterstützung bei der Observation der Sternschauer. Einzelheiten gibt es bei mir im Seminarraum. Erstmal annehmen. Und die Lebensessenz des Planeten von Bugenhagen. Von Boogie meine ich natürlich. Eigentlich wollte ich mal wieder raus, um Feldforschung zu betreiben, kann mich aber beim besten Willen nicht daran erinnern, wo ich die Utensilien hingelegt habe. Kann mir jemand beim Suchen helfen? Oh, eigentlich würde ich es jetzt fühlen, so eine richtig schöne, entspannte Side-Mission zu machen, ne? Side-Mission? Hier, komm, bring mich mal zu Boogie. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll es gehen? Zu Boogie. Zu Boogie. Ist das? Wahrscheinlich bei der Sternwarte, richtig? Dass da nicht mal angezeigt wird, wo die Aufträge sind, ist also sehr, sehr gemein. Ja, okay. Muss man ja selber denken. Also nach Klavier kann ich gar nicht mehr denken. Das ist vorbei jetzt. Okay. Boogie, Boogie, wo bist du denn? Ah, da bist du ja. Opa, was machst du hier? Oh, das will ich dir gerne sagen. Ich suche alles zusammen, was ich brauche. Ich gedenke nämlich, etwas Feldforschung zu betreiben. Das habe ich schon viel zu lange nicht mehr getan. Ja, aber das können wir doch für dich machen. Du solltest nicht mehr irgendwo allein rumlaufen, Opa. Also, ich muss doch sehr bitten. Ich bin so fit wie lange nicht mehr. Aui. Siehst du, ich hab's doch gewusst. Deine Feldforschung übernehmen wir. Und du ruhst dich aus. Nun ja, wo ihr schon mal hier seid, ist das vielleicht gar keine so schlechte Idee.
In Ordnung. Ihr dürft mir helfen. Danke. Gut. Was sollen wir tun? Oh, oh, oh. Oh, wisst ihr, es gibt da etwas, das mich sehr beschäftigt. Diesen Bericht habe ich verfasst, als ich früher einmal die hiesigen Lebensquellen untersuchte. Sieht ungewöhnlich aus. In der Tat. Der Lebensstrom ist in ständiger Bewegung, stets im Wandel. Aus eben diesem Grund entlädt sich seine Energie auch immer an wechselnden Orten. Allerdings hat unsere Forschungsgruppe jüngst etwas sehr Besorgniserregendes entdeckt. Nun, vielleicht könnt ihr ja etwas Licht ins Dunkel bringen. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr euch an diese Orte begeben und dort die Makrowellen mit meinem Messgerät untersuchen könntet. Alles klar, machen wir. Ich habe erstmal Mikrowellen statt Makrowellen gelesen, aber hey. Was ich immer schon die ganze Zeit sagen wollte und dann immer wieder vergessen habe, weil immer irgendwas passiert ist. Boogies Stimme, ne? Wenn Maurice Weber einen Opa sprechen würde, also seine Stimme so verstellen würde, dass er klingt wie ein Opa, würde er genauso klingen. Hundertprozentig. Untersuchung vertrockneter Lebensquellen. Suche mithilfe von Bugenhagens Zeichnung im Lebensquellenforschungsbericht Nummer 1 nach der vertrockneten Lebensquelle. Ja. Ho, ho. Du schaffst das schon, Nanaki. Okay. Da ist ein Turm auf jeden Fall eingezeichnet. Ist das hier? Ich glaube, es ist hier. Ich schaue auf jeden Fall so einen Zipfel da, ne? Und einen Berg. Ein Zipfel? Ist das vielleicht der Zipfel sogar? Naja, lasst uns erstmal auf jeden Fall also die anderen Sachen machen. Und suchen. So, jetzt bitte, James, wo bist du? Ach, hier. James, bitte einmal. Nein, bitte einmal zum Seminarraum. Schneller. Okay. Hier hinten. Ja, ich soll da ja auch hin. Hallo, Freunde. Ich soll euch beglücken mit meiner Anwesenheit. Verzeihung, ist etwas geschehen? Ah, ihr seid die Freunde von Nanaki, richtig? Verzeiht bitte, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name lautet Cäsar. Ich bin einer der hiesigen Ältesten. Es ist so. Seht ihr dieses Ungetüm, welches schon seit grauer Vorzeit als Vorbote großen Unheils bekannt ist? Es wurde in der Nähe des Tals gesichtet. Wie furchtbar. Es ist nicht das erste Mal, dass ein solcher Vorbote beobachtet wurde. Doch bis zum heutigen Tag hat unser Planet noch jedwedes Unbill abwenden können, das ihm und damit auch uns drohte. Dieses kosmische Himmelsereignis, das ihr hier auf den Bildern erkennen könnt, ist Zeugnis des Sieges des Planeten über das Unheil. Ist die Gefahr gebannt, regnet ein Sternenschauer auf die Erde hernieder. So hell, dass sein Strahlen selbst am Tage zu sehen ist. Ich kann nichts erkennen. In der Tat. Ich muss dazu sagen, dass diese Bilder nicht hier, sondern an weit entfernten Orten aufgenommen wurden. Denkbar wäre daher auch, dass der Sternenschauer bereits woanders in unserem Tal niedergegangen und mittlerweile erloschen ist. Machen wir uns auf die Suche? Du gibst doch eh keine Ruhe, bis wir gehen, oder? Oh, das würdet ihr für uns tun? Ihr würdet uns damit einen großen Dienst erweisen. Jener Vorbote des Unheils wurde an drei verschiedenen Orten gesichtet. Es ist anzunehmen, dass auch der Sternenschauer dort in der Nähe herniedergehen wird. Hier, nehmt diese Referenzunterlagen und ein Aufzeichnungsgerät mit euch. Fangt den Sternenschauer in gleicher Weise ein und bringt uns dann die frohe Kunde. Möge der Planet euch alle Zeit schützen. Okay. So. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Würde es vielleicht Sinn machen, wirklich erstmal
die Map ein bisschen mehr zu erkunden? Oder sollen wir wirklich schon da... Wobei, warum oder? Wir können ja alles ein bisschen machen. Ich würde jetzt hier mal... Oh nein, Flugparcours. Da muss ich an was denken, was ich auch noch zu tun habe eigentlich. Aber ich war... Boah, da habe ich echt das Gefühl, das wird nichts. Ich meine, der Vorteil ist, ich muss es eigentlich nicht perfektionieren, außer man muss es perfektionieren. Ich weiß, es war gerade richtig krass. Hey, kannst du bitte da drauf? Warum geht das nicht? Au, 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 au. Kann es sein, dass ich eine Windturbine mitnehmen muss? Also ich muss es nicht perfektionieren, glaube ich, um es zu schaffen, diese Parcours. Parcours? Muss ich da überhaupt hoch? Nee, falsche Richtung. Wobei, ganz hoch muss ich schon. Ja, ich glaube nicht, dass das... Ja, egal. Wir gehen hier hin und dann geht es schon. So, Leute. Einmal bitte die Treppen hoch. Alle Treppen bitte. Ich hoffe, wir kommen da hoch. Oh, warte. Hier direkt. Sehr gut. Ach, wie schön. Ich muss sagen, ich freue mich gerade wirklich wieder ein bisschen auf das Nebenzeug. Einfach, weil es so entspannt ist. Es war so viel Action in den letzten Folgen. Und dann das Klavier, was natürlich die super krasse Action ist, die Über-Action sozusagen. Also für mich, für euch wahrscheinlich ja nicht so, wenn es gekürzt wird. Aber es ist jetzt nicht so spannend, das zum Zugucken. und auf jeden Fall ist das jetzt hier auf jeden Fall viel entspannter. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh, geh mal weg. Ach, Schätze, das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt geh doch mal da weg. Mann, wie heißt du nochmal? Ich weiß nur Picobello und Bella. Die anderen habe ich vergessen. Ich weiß auch nicht. So, zwei Schätze. Hier aber nicht mehr, okay. Heißt das irgendwo da oben? Bin ich blind? Fragezeichen? Ich gerade. Entschuldigung. Hat jemand ein Schätzchen? Tifa, geh doch aus dem Weg. Ich meine dich ausnahmsweise mal. Nicht mit Schätzchen. Und instant weg. Ist vielleicht. Oh, oh, oh. Wow, das ist gemein. Wow. Wie fies. Wie fies, man muss außerhalb der Schatzsuche gehen, um hochzukommen. Boah, wie gemein ihr seid, ihr kleinen Schlawinerts. Den Turm haben wir auch. Haben wir den Turm? Ja, den haben wir, okay. Wir haben hier auf jeden Fall noch einen Turm, den wir nicht haben, der sehr in der Nähe ist. Natürlich sind wir doch schon da. Aber erstmal das Looten, bitte, junge Dame. Schön. Das wird noch ein paar Stündchen dauern, würde ich sagen. Cloud, ich habe mir den Lebensstrom einmal genauer angesehen. Dabei konnte ich den Fundort eines Synthesechips aus Republikzeiten lokalisieren. Erster Anhaltspunkt für die Suche ist ein altes, verwittertes Schiff. In seiner Nähe muss er sein. Ein solch auffälliger Ort sollte nicht schwierig zu finden sein. Ja, weiß ich nicht so. Da wird das Schiffswrack. Boah. Hier gibt's aber, also, das war aber weit nach unten. Oh Gott. Ja, also, was ist das? Ah, Höhle der Gie. Hier haben wir... Wie komme ich denn da hin? Also, das wird wahrscheinlich... Boah, keine Ahnung, wie komme ich da hin? Lasst mal da rausgehen.
Und mal gucken, ob wir was sehen. Ja. Wieso steht da jemand? Wer seid ihr? Was wollt ihr da, Leute? Okay, das müssen wir untersuchen. Was machen die da? Dürft ihr hier überhaupt sein, Leute? Ihr seid nun ganz in der Nähe. Ach, die Protosubstanz. Dieser Ort gehört doch zu den Ruinen von Cosmo Canyon. Ach so. Oh, ich war jedes Mal wieder die Protosubstanz. Ich verwechsel die immer wieder mit Esper. Uff. Diese Ruinen hier sind untrennbar mit dem Lebensstrom verbunden. Sie wurden einst errichtet, um ihm den Weg durch das Tal zu weisen. Ihre Instandsetzung kommt also auf jeden Fall dem Planeten zugute. Schön, sehr schön. Ich würde aber... Ich weiß nicht, ich würde vielleicht das noch nicht anfangen. Ich würde vielleicht wirklich erstmal versuchen, ein bisschen die Map zu erkunden. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Das ist ja nicht schwer zu finden. Deswegen... Also, warte, wir müssen da irgendwie links. Müssen wir da hoch? Oh mein Gott. Was ist das? Wo stehst? Das sieht aber wild aus. Kommen wir dann nicht hoch? Okay, wir müssen irgendwie da hochkommen. In die Nähe von dem Ding. Da. Okay. Verdammt! Ah. Okay, dann zeig mal. Da sind die Hasen. Okay. Oh, sehr gut. Ätherknolle, schön. So, dann müssen wir da hoch. Hä? Ach so, ich bin so doof. Ich drück die ganze Zeit das falsche Ding. Ich drück die ganze Zeit R1 statt R2. Ich trottel. Wo denn? Ah, da. Aber wo wollte ich denn nochmal hin? Oh Gott, ich habe keine Orientierung, wenn ich sowas mache. Wollte ich nicht eigentlich nach da hinten hin? Naja, wenn wir schon hier sind, können wir auch den Turm mitnehmen. Wo ist denn der Turm? Ach, unter mir. Hä? Also ich bin perfekt gelandet, ich weiß gar nicht. Also perfekt, als wäre es geplant. Okay. Wir können auch über den anderen. Ruft er an oder kann ich was sagen? Okay, sehr gut. Wir können nämlich... Also was sehr schön wäre, wenn wir hier einen Portpunkt hätten, den wir aber nicht haben. Aber hier in der Nähe ist auch nicht so richtig in der Nähe. Wir müssen die nehmen, um dann irgendwie da hochzukommen. Obwohl, können wir auch da? Nee, das sind Absprungdinger. Okay. Lasst uns erstmal hier den anderen Loot holen und dann... Schauen wir, dass wir... das hinbekommen. Okay. Hier, bin da. Hallo, danke. Ich gehe mal da hinten hin. Ah, da ist noch ein. Aber das könnte vielleicht dann einen Portpunkt in der Nähe haben. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Gut. Hat sich erledigt. Warte, also.
Wir müssen von da oben rauf. Damit wir ungefähr in der richtigen Richtung sind. Oh Gott, Hilfe. Oh. Wenn die Chocobos mal Speed drauf haben, wird es echt schwierig. Müssen wir da ganz hoch? Tatsache, okay. So, erstmal das ausgemacht. Oh, ob das funktioniert, weiß ich nicht, Leute. Und nochmal zurück. Das wird nichts, glaube ich. Das wird sehr schwierig da irgendwann. Ich glaube... Oh, da hinten ist einer. Oh mein Gott. Okay. Ich muss einmal... Okay, nehmen wir den. Und dann... Den. Ist auch nicht der richtige. Aber den brauchen wir. Um dann den da. Oh Gott, ist das schwierig. Uff. Einfach nur ein ganz dickes Uff. Wie soll ich denn da hinkommen? Naja. Und jetzt dahin. Ich komme da nicht hoch. Nee, das wird nix. Ist das da oben? Ist das da oben, dass ich da drauf springen kann oder so? Ich bin unten. Nee, das ist nicht oben. Unten ist nicht oben. Hä? Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Hm. Okay. Lasst mal erstmal gucken, ob wir von der anderen Seite besser drankommen, wenn wir irgendwas Neues freischalten. So, Analyse bitte. Pfote in Pfote. So, dann Kupo. Jetzt geht es rund. Bin mal so frei. Und jetzt bitte Mogrimin. Aus die Maus. Hä, aus die Maus? Aber du bist doch eine Katze. Fertigkeit Mogrimine. Kompanie vor! Juhu! Ist das alles? Und hier die Pflege. Zum Angriff! Bin mal so frei! Das war ja wohl übertrieben! Kupo? Jetzt geht es rund! So, Mogrimine. Mogrimine. Okay, hat's gelernt. Dann machen wir jetzt einmal Limit. Und du machst Gebet. Sprich, dein letztes Gebet habe ich gerade, danke. Dann können wir ihm jetzt wieder das Neue geben. Dass das einfach gar nichts hat, ne? Das ist ja... Weird shit, bitch. Entschuldigung. Was soll ich? Manchmal kommt es so über mich. Hier...
Mogri-Verteidiger. Sparsamer Heiler. Nehmen wir mal Glücksritter. Ja. Okay. Dann würde ich jetzt gern hier hoch. Ups. Können wir bitte. Ja, danke. Hä, da ist direkt ein Turm daneben. Weird. Den brauche ich aber ganz dringend, dass ich da irgendwie also nach oben porten kann. Sonst wird es hier wie in Gongaga. Ich sehe das schon kommen. Aber ich habe nicht Tomb Raider davor gespielt, deswegen bin ich um einiges entspannter. Wie komme ich da nur hoch? Irgendeinen Trick muss es ja geben. Na. Rinder. Also die Turmdichte hier ist wirklich sehr hoch. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Aber nun ja. Uff. Nicht mehr. Es wird nicht weniger, es wird einfach nur noch mehr. Mehr, um mehr zu werden. Aber wir haben fast ein Drittel, würde ich sagen. Ich habe gerade nicht nachgezählt, aber ich würde sagen, ein Böbbel noch, dann haben wir ein Drittel. Vom Fühl her. Mal gucken. So. Kommen wir vielleicht von hier hinten irgendwie da hoch? Boah, ich weiß nicht. Vielleicht. Vielleicht ja wirklich von da. Oh, wo geht's denn da hin? Wo geht's denn da hin? Wo sind wir hier gelandet? Ich habe das Gefühl, hier kommt ein spezieller Gegner hin. Könnte ich mir vorstellen. Wir kommen hier wieder raus. Hilfe. Wo ist der Ausgang? Ich kam doch hier gerade rein. Wo? Woher kam ich? Das war so ein kleiner Schlitz in der Wand. Ah, da. Uffi. Uffi, Juffi. Okay. Da komme ich hoch, aber das bringt mir nichts. Ah, vielleicht da hoch? Das wird lustig. Boah. Nee, ich will noch nicht. Das will ich noch nicht machen, sorry. Oh, warte mal. Können wir noch mal bitte? Das kriegen wir immer noch nicht hin. Aber warte, vielleicht da drüben. Nee. Dafür sinken wir auch zu schnell ab. Schwierig. Sehr schwierig. Tatsächlich. Entschuldigung, ich müsste mal hier lang. So. Oh! Oh, das wäre fast geworden. So. Kommen wir da hin, ist die Frage. Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, nein! Oh mein Gott. Ist das traurig. Können wir den mitnehmen? Nein, auch nicht. Da kommen wir auch nicht hin. Witzig, Leute, witzig. Ey, es ist genau so, dass ich es nicht schaffe. Aber genau so. Oh nein, das ist eine Alpha-Wand. Ihr Fieslinge. Wie komme ich da hoch? Ich glaube, ich muss einfach den Tempel machen. Es sieht aus, als ob ich da hinten lang könnte. Oder komme ich da drauf? Warte mal. Ist vielleicht der Turm höher? Nee.
Ach Gott. Bestimmt wieder sowas total... Ah! Nein, ich will nicht kämpfen. Nein, ich will... Lass mich in Ruhe mit dem Schiffswrack. Wie komme ich da hinten hin? Das ist auf jeden Fall essbar. Boah, da würde ich halt so gern hinkommen. Gibt's hier noch einen? Verdammt. Och, Manu. Da hinten. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Das könnte meine Rettung sein. Meine absolute Rettung könnte das sein. Jetzt lass mich hoch. Ich muss nur einmal irgendwo hochkommen, dann bin ich oben. Dann kann ich mich immer wieder porten. Ich muss nur einmal hoch. Bitte, lass mich da hoch. Okay, ich glaube, ich weiß es. Okay. Gar kein Problem. So. Wofür brauche ich das? Ist das so ein Parcours hier? Okay, wartet. Gott sei Dank ist das relativ kulant, das Zeug. Oh, ich hoffe, ich kann abkürzen. Ich kürze nicht ab. Das wäre natürlich doof. Und wir sind ja natürlich nicht doof. Oh mein Gott, wo lande ich hier, Leute? Die Frage ist, sollte ich hier erstmal hin? Oh Gott. Oh, bitte nicht runterspringen. Okay, ich weiß nicht, wo wir sind. Irgendwo sind wir. Oh Gott. Oh, da können wir hin. Oh, Gott sei Dank. Okay. Oh nein, Mogri-Haus. Das wird irgendwie nicht netter hier. Okay. So. Ah. Oh. Okay, nächster Chocobo-Parcours. Ich weiß nicht, was da ist tatsächlich. Aber da oben müsste das Mogri-Haus sein. So, wo möchte ich denn jetzt hin? Eigentlich möchte ich geradeaus. Habt ihr gehört, ja? Ich möchte bitte geradeaus. Okay. Ja klar, kommst du mir jetzt an mit deinem Uhu. Willst du mich veralbern? Und da soll ich jetzt fliegen, oder was? Willst du mir das... Du willst mir wirklich sagen, dass ich fliegen soll? Also ich habe hier ja ein Port, ne? Ja, gut. Okay. Hab verstanden, was du willst. Ja, bin da. Quelle in windiger Höhle. Lass mich schon mal runter, bitte. Danke. Ja, das geht ja dann sogar. Ich dachte, es wird schlimmer. Aber wenn wir sogar jedes Mal so einen Chocobo-Parcours haben, dann haben wir die ganze Zeit Zwischenschritte. Das ist ja dann easy. So. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Das Leben in Cosmo Canyon. Schön.
Das Leben in Cosmo Canyon. Cosmo Canyon wurde als kleine Siedlung in einer natürlichen Höhle gegründet. Mit dem Aufschwung der Planetenkunde kamen jedoch immer mehr Besucher und neue Bürger hinzu, sodass leicht aufstellbare Zelte und Hütten errichtet wurden und das Dorf stetig wuchs. Anstatt Marco zu nutzen, gewinnen die Bewohner die Energie für ihr tägliches Leben vom Wind, der durch die Schluchten zieht. Vielerorts wurden Windmühlen errichtet und in den Hütten Energiespeicheranlagen installiert. Die Idee der Windkraftanlagen stammt von Bugenhagen, einer Koryphäe auf dem Gebiet der Astronomie und basiert auf dem Wissen der Zetra. Die Einwohner ernähren sich von Getreide und Hülsenfrüchten, die in der Umgebung des Dorfes angebaut werden, oder sie gehen auf die Jagd, die noch auf traditionelle Weise durchgeführt wird. Ja, die sind noch nett zur Umwelt. Ja, ja. Ja, ja. So, Chucky. Chucky-Bo. Ich finde immer noch... Also Chocobo klingt schon süß genug, aber Chucky-Bo klingt nochmal süßer, weil Chucky. Also Schoki. Ja. Deswegen ist das mein Kosename. Oh Gott, okay, 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 okay. Das geht gar nicht. Warum geht das gar nicht? Willst du mich verarschen? Leute? Hilfe? Hilfe! Hilfe! Okay, wir porten uns dahin. Hilfe. Das ist ja auch gar kein Problem. Falsche Richtung. Wir müssen jetzt irgendwie hier rüber, oder nicht? Ja, gut. Ja, gut. Also vielleicht müssen wir doch da abspringen. Nee, das ist die falsche Richtung, glaube ich, oder? Ja, da kamen wir her. Das heißt... Müssen wir da lang? Ich weiß gerade nicht mehr. Okay, wir versuchen es einfach mal. Ja, aber da ja... Oh, oh. Verdammt. Sofort wieder porten, bitte. Wie komme ich da hoch? Leute, Schmeute, Hilfe. Wo bin ich denn gelandet? Okay, warte, wir sehen ja die kleinen Bupsis. Ich muss auf das kommen, glaube ich. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob mir das was hilft. Aber eigentlich müsste es mir helfen. Oder komme ich von da auf das? Fragen über Fragen. Wenn ich die Richtung wähle... Oh. Die hilft mir auch nichts. Okay. Ich habe das Gefühl, ich komme von hier aus nicht dahin. Oder ich stelle mich einfach wirklich an wie der dümmste Mensch der Welt. Das kann auch sein. Das ist im Bereich des Möglichen. Aber ich weiß nicht. Kann man sich so dumm anstellen? Vor allem, weil hier keine Landedings ist. Hier ist nur eine Absprungdings. Ich glaube... Oh Gott. Das hat mich gerade ein bisschen überrascht. Nein! Es ist geskriptet, dass ich da nicht hinkomme. Okay, dann würde ich sagen... Wie kommen wir denn da hin? Komme ich von da aus dahin? Okay. Achso, nee, falsch. Da geht's ja nicht weiter, richtig? Nee. Ich versuch mal, ob wir zum Mogri-Haus kommen. Ob das der richtige Weg ist oder eher andersrum. Oh, schwierig. Hallo, Steinböcke. Glaube ich. Weiß nicht, ich bin Steinbock, ich erkenne die aber nie. Oh, Bibi, ja fein. Okay. Dann laufe ich dir mal hinterher und hoffe, du führst mich zu einer wunderschönen... warte mal. Warte mal, ich hab dich verloren, Chocobo. Okay. 7500 Gil. Einfach so vergraben, sehr gut. Finde ich nett. Ja, ich bin da. Läufst du gerade darüber? Ja.
Oh, du siehst aus wie so ein Stein da. Kann ich da rein? Verschlossen, okay. Ja, ich bin fast hinter dir. Also eigentlich bin ich hinter dir. Also egal, wie weit ich vom ab vom Schuss bin. Okay. Sehr gut. Da freuen sich alle. Nicht wahr, du Feini? Ich finde das so süß, weil der irgendwie, also die Farbe ist nicht so richtig braun. Es ist eher so ein Asch. Und deswegen sieht er ein bisschen aus, als wäre es ein gelber Chocobo, der einfach im Kamin, also durch den Kamin gerutscht ist, wäre. Also, wollte ich eigentlich gar nicht. Naja. Dann ruhen wir halt. Ich glaube, unsere HP waren eh nicht so schön, also von daher. Okay. Das war nicht da, wo ich hin wollte, ehrlich gesagt. Aber auch dies ist gar kein Problem. Wo geht's denn hier lang? Das ist Mori-Haus. Sehr gut. Glaube ich. Weiß ich nicht. Wie komme ich denn da hoch eigentlich? Wahrscheinlich über das da. Schauen wir mal, ob die Moris zu Hause sind. Ja, tun wir. Und ich werde mich jetzt schon dafür hassen. Aber dann haben wir es hinter uns. Normal? Normal. Was? Weil ich beim letzten Mal so schlecht war, oder was? Hey, das frustet mich mehr, als wenn ich das ein paar Mal versuche und ihr mir dann das anbietet. Bitte bring meine Kinder zurück, Kupo. Ja, weiß ich nicht. Also, kann ich hier eigentlich rüber? Nein, ne? Ich kann nirgendwo rüber. Wow! Das habe ich nicht gesehen. Warte ich nicht sonst 3 Treffer oder so? Wow! Was bist du denn für einer? So. Boah, das ist so gemein. Oh, das ist so gemein. Ich bin so nah dran, weil ich den ja natürlich... Sag mal, das ist so fies. Oh. Gut, das wird jetzt halt nichts, aber... Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ne? Also von der Zeit her. Oh mein Gott. Wo kam das denn jetzt her? Bist du auf, Kupo? Nein, wir machen es nochmal. Das kam so aus dem Nichts gerade. Ich glaube, vielleicht haben sie das schon von Anfang an angeboten. Weil sie genau wissen, wie kacke das ist. Ich könnte einen Wirbel tun, aber ich habe das Gefühl, dass das alles nur noch... Obwohl, langsam glaube ich nicht, dass das schwieriger machen würde. Okay, ich starte das mal kurz neu. Weil ich laufe mit dem nur im Kreis. Aber ich werde die auf jeden Fall als erstes nehmen da hinten. Weil wenn die werfen, ist okay, weil es random ist. Aber der andere nervt mich zu sehr mit seinem direkt geradeaus werfen. Ich glaube, es wäre gut, wenn ich ihn wenigstens hier rausbekomme.
Ja, und jetzt lauf. Das zählt noch nicht? Okay, jetzt zählt's. Wow, die Blubbelblasen waren knapp. Die waren sehr knapp. Hallo, du? Kommst du wieder her? Ah! Okay, wir müssen nur aus dieser Ecke raus, ja? Okay, sehr gut. Mocky kommt als nächstes. Okay. Boah, okay. Ah, wo kommt das denn? Oh Gott, wie... Boah, das ist so gemein. Wie komme ich denn da? Sag mal... Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Gut. Jetzt habe ich natürlich einen Freifahrtschein komplett verspielt. Und natürlich auch Zeit. Bleib nicht zu lange stehen. Okay, jetzt nur noch mein Liebling, ja? Oh Gott. Haha! Boah, ihnen. Oh, das ist so gemein. Oh, ich hasse ihn so sehr. Oh Gott, deine ganze Brut. Ich werde ihn umbringen. Ich schwöre, ich werde ihn einfach umbringen. Oh Gott, wirklich jetzt? Oh, wir hatten ihn vor. Oh. Vielen Dank, Koopa. Ich will nie wieder, bitte. Bitte nicht nochmal. Dank deiner großartigen Hilfe konnte ich diesen Laden wieder öffnen, Koopa. Jetzt gibt es nur noch ein einziges Geschäft, das geschlossen Nein. ist, Koopa. Ich kann doch auf dich zählen, Koopa. Nein. Ich will nicht mehr. Einkaufen bei uns macht glücklich, Koopa. Nein. Oh Gott, mein Hund macht komische Geräusche. Okay, das ist alles, was wir schon gekauft haben, ja? Boah, ich bin so am Verzweifeln. Ich kaufe natürlich alles, was es einmal gibt. Oh. Ich freue mich aufs nächste Mal, Koopa! Koopa, Koopa, Koopa! Oh Gott, ich raste gleich aus. Entschuldigung. Also, ich sag ganz ehrlich, die Koopas machen mich schon ein bisschen, also, traurig. Ganz doll traurig. Ich frage mich dann, womit ich das verdient habe, wisst ihr? Ja. Und dann bin ich so traurig, weil ich keine Antwort darauf weiß, warum ich das denn verdient habe. Und dann bin ich sehr traurig, weil ich sehr traurig bin. Ja. Ich weiß, es war tiefgründig. Muss ich gegen euch kämpfen? Naja, tun wir es einfach mal. Auch nicht der Basilisk. Sag mal, Analyse. Allzeit bereit. So, was kannst du? Koopa Beschwörungskunst. Der Mokri setzt zufällig eine Esper-Fertigkeit bei ausgerüsteter Beschwörermaterie ein. Erneutes Auslösen verlängert sich nach jedem Einsatz. Hat der überhaupt? Bestimmt. Koopa! Die Frage ist, muss ich überhaupt Koopa haben oder hat er einfach keine Beschwörermaterie? Nee, okay. Oh mein Gott, okay. Ja! Los! Kriegst du jetzt
Hä, das ist ja so stark. Ich kenne auch andere, die ich hören will. What the fu? Okay, klar. Macht er mal eben. Na dann. Okay, hier lang. Und dann versuchen wir es vielleicht mit dem Absprung mal. Vielleicht bringt der ja was. Majoran passt nicht mehr rein, okay. Wofür brauche ich denn Majoran? Hier. Echoschirm. Von Stumm. Da mache ich tatsächlich mal ein paar. Nicht, dass wir das brauchen irgendwann. Hyper. Hier, Majoran. Oh, Kissen, na dann. Machen wir zwei. Ja, das reicht schon. Ich glaube, das reicht schon. Hier. Quetzalotl-Kralle, okay. Naja. So. Chucky Chocobo. Wo bist du? So. Okay, dann haben wir jetzt hier auch noch einen Jump Cut, nenne ich es mal. So. Ja! Oder? Ja! Ja, bitte! Oh. Bitte sei meine Rettung. Oh mein Gott. Es war, weil ich die Mogris gemacht habe. Bitte belohne mich. Belohne mich für meine Mogri-Aktion. Oh, ich bin hier drüben. Endlich. Oh, Gott sei Dank. Jetzt ist alles gut. Jetzt werden wir nie wieder Leid erfahren. Jetzt wird alles wunderschön. Alles ist jetzt wundervoll. Unsere Zukunft ist ein wahres Blumenfeld, das wir langsam pflücken und sofort, sobald wir eine Blume gepflückt haben, wächst eine andere Blüte direkt hinterher, damit ja das Blumenfeld nicht leer erscheint. Ja. Oh Gott. Da hinten sind so Kristalle wie von einer Lebensquelle. Okay. Boah. Das war eine Geburt. Ah, die Lebensquelle habe ich gerade gesehen. Ja, gut. Oh. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und swooshy. Und swooshy. Und warum sind wir hier runter? Ich wollte eigentlich den... Hä? Wie ist das passiert? Ich wollte hier runter. Sehr gut. Das heißt, wir haben hier endlich den Portplatz. Sehr gut. Alles andere ist jetzt easy. Glaube ich. Hoffe ich. So. Aber ich würde sagen, dadurch, dass noch Hauptstory dabei war, reicht das jetzt erstmal für diese Folge. Ich bin ein bisschen ausgelaugt vom Klavierspielen und vom Streamfeuern, aber hey, ich danke euch sehr fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.